Hallo zusammen. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz im BMF mit dem Bundesfinanzminister und dem persönlichen Beauftragten des Ministers für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, Herrn Professor Lars Feld. Bitte. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Pressekonferenz. Wir durchleben ja eine Zeit sehr großer Veränderungen, die möglicherweise diese Dekade prägen wird. Der Krieg in der Ukraine ist eine Zäsur in vielen Bereichen der deutschen Politik. Der Bundeskanzler sprach ja zu Recht von einer Zeitenwende in der Sicherheitspolitik. Wir diversifizieren auch unsere Energieversorgung in enormer Geschwindigkeit. Zugleich ist die Pandemie noch nicht vorbei. Die Nachwirkungen beschäftigen uns nicht nur hier bei uns, sondern etwa auch in der Volksrepublik China unverändert. Der Krieg und die enormen Lieferkettenprobleme und Produktionsengpässe haben das gesamtwirtschaftliche Umfeld grundlegend verändert. Die Preise vieler Waren und Dienstleistungen steigen so schnell wie seit 4 Jahrzehnten nicht mehr. Die Wachstumsprognosen wurden auch von der Bundesregierung in der jüngsten Zeit spürbar nach unten korrigiert. Die Inflation dagegen, da steigen die Erwartungen. Die wirtschaftliche Unsicherheit ist hoch. In diesem Umfeld besteht aus unserer Sicht zunehmend das Risiko, dass die deutsche Wirtschaft eine Stagflation erlebt, eine Phase anhaltend geringen Wachstums mit steigender Inflation. Dieses stark veränderte gesamtwirtschaftliche Umfeld bedeutet deshalb auch eine Zeitenwende für die deutsche Wirtschafts-, Finanz- und Haushaltspolitik. Wir haben eine sicherheits- und außenpolitische Zeitenwende, aber es gibt eben auch eine ökonomische Zeitenwende. Die richtige Antwort auf diese sich verändernden Rahmenbedingungen finden sich in einer klaren Strategie für die deutsche Finanz- und Haushaltspolitik. Wir haben deshalb hier im Bundesministerium der Finanzen in den vergangenen Wochen auch mit der externen Beratung von Lars Feld unsere Strategie für diese veränderten Rahmenbedingungen und für die nächsten Jahre erarbeitet. Das, was wir Ihnen heute vorlegen als Ergebnis dieses Beratungsprozesses in meinem Haus, das ist die Richtschnur der Finanz- und Haushaltspolitik in der nächsten Zeit. Unsere Perspektive auf die aktuelle Situation wird uns lenken bei der Aufstellung des Haushaltes 2023. Diese Überlegungen, die wir Ihnen hier heute vorstellen, die leiten auch die Finanzplanung des Bundesfinanzministeriums. Und auf der Basis der hier vorgestellten Überlegungen nehmen wir auch die Priorisierung von Regierungs- und Koalitionsvorhaben aus unserer Sicht vor. Diese Strategie ist nicht abgeschlossen, sondern wir diskutieren sie. Im Kreise der Ressorts habe ich die Kolleginnen und Kollegen eingeladen, auch im politischen Raum und auch mit der Wissenschaft werden wir darüber sprechen. Im Kern legen wir aber das vor, wovon wir überzeugt sind, dass es eine adäquate Antwort auf die aktuelle Situation ist. Es ist ein offener Diskurs, beabsichtigt, allerdings ist nicht beabsichtigt eine, um es gleich zu sagen, Kabinettsbefassung mit dieser Strategie. Es handelt sich um Leitlinien des Bundesministeriums der Finanzen. Und im Rahmen unserer Ressortzuständigkeit für den Haushalt und unserer Federführung, etwa in der Finanzpolitik, werden wir auf der Grundlage dessen, was wir hier heute zeigen und was wir weiter präzisieren, dann unsere Initiativen planen und in die Beratungen von Bundestag und Bundesregierung einbringen. Ja, lieber Herr Feld, vielleicht können Sie zum analytischen Teil kurz einige Schlagpunkte, Schlaglichter bitte auf das gesamtwirtschaftliche Umfeld machen. Und ich würde im Nachhinein nach den analytischen Beiträgen auch noch mal einige Schlussfolgerungen hervorheben. Ja, gerne, Herr Minister, meine sehr geehrten Damen und Herren. Der Hintergrund für
Die Einschätzung, die Minister Lindner jetzt Ihnen gerade präsentiert hat, ist ökonomisch folgender. Wir sind aus einem stagnativen Halbjahr bereits in diese Situation, in der wir heute sind, gekommen. Wenn Sie sich die Wachstumsraten im vierten Quartal vergangenen Jahres und im ersten Quartal dieses Jahres anschauen, ist das Stagnation. Aktuell sehen wir, dass die Wachstumsprognosen nach unten korrigiert werden. Die Bundesregierung ist bei 2,2%, der Sachverständigenrat noch etwas pessimistischer bei 1,8%. Und wenn man sich jetzt die jüngeren Indikatoren in Echtzeit sozusagen anschaut, ist der Ausblick noch weniger rosig. Es gibt nicht wenige, die aktuell davon ausgehen, dass dieses laufende zweite Quartal, in dem ja viele hofften, aus den Corona-Restriktionen mit kräftigem Wachstum herauszukommen, dass dieses zweite Quartal ebenfalls stagnativ sein könnte. Und das Ganze bei kräftigen Preissteigerungen, die auch über das hinausgehen, was die Prognostiker erwarten. Also wenn man fragt, was ist ungünstig daran, dann sieht man, die Preise steigen auch noch stärker, als die Prognosen jedes Mal ausgefallen waren. In einer solchen Situation mit den Risiken, die sich für den weiteren Jahresverlauf angesichts des Ukraine-Kriegs, aber insbesondere auch der immer noch nicht vollständig verarbeiteten Corona-Pandemie, wirtschaftlich verarbeiteten Corona-Pandemie ergeben. Denken Sie an China und die Probleme, die sich dadurch für die Lieferketten zeigen. Muss man feststellen, dass wir auch im weiteren Ausblick eher von Eintrübungen und einer verhaltenen Entwicklung auszugehen haben. Und insofern die Diagnose, dass wir uns zumindest vor dem hohen Risiko einer Stagflation befinden, wenn nicht sogar schon zu Beginn dieser Stagflation. In einer Stagflationsphase muss man grundsätzlich feststellen, dass ganz einfach gesprochen das gesamtwirtschaftliche Angebot und die gesamtwirtschaftliche Nachfrage auseinanderfallen. Und zwar so sehr bleibt das gesamtwirtschaftliche Angebot zurück hinter der Nachfrage, dass die Preise so stark steigen, wie sie steigen. In einer solchen Situation hat man von Seiten der Wirtschafts- und Finanzpolitik die Notwendigkeit, vor allem auf der Seite des gesamtwirtschaftlichen Angebots anzusetzen. Also Maßnahmen zu ergreifen, die angebotsseitig zu Ausweitungen, zu Kapazitätsausweitungen kommen können. Das ist für die Wirtschafts- und Finanzpolitik kein leichtes Unterfangen. Es ist nicht einfach damit getan, Geld auszugeben, wie das sonst bei der Nachfragepolitik der Fall ist, sondern man muss die Mittel, die knapp sind, klug einsetzen und dafür sorgen, dass es tatsächlich zu diesen Angebotseffekten kommt. Und das ist genau das, vor der die Finanzpolitik steht. Es hat allerdings auch viele Weiterungen in der weiteren Wirtschaftspolitik, also insbesondere, wenn es darum geht, regulatorische Maßnahmen zu ergreifen. Das, was im Koalitionsvertrag sich durchzieht, die Erleichterung von Genehmigungsprozessen, ist ein zentrales Element, weil das Ansetzen auf der Angebotsseite, etwa durch Ausweitung der privaten und staatlichen Investitionen, wird ja nicht leicht sein, wenn wir bei diesen Genehmigungsprozessen keine Fortschritte erzielen. Das sind die grundlegenden Überlegungen, die man hier anstellen muss. Es ist völlig klar, dass jenseits der Wirtschafts- und Finanzpolitik die Geldpolitik beim Thema Inflation gefragt sein wird. Das ist ohne Zweifel so. Und was wir im Moment sehen, ist nun mal auch eine starke Zinswende, ausgehend von den USA, die fortlaufen wird, trotz der dortigen Eintrübungstendenzen. Und die EZB zeigt nun auch eine Reihe von Indizien dafür, dass diese Zinswende auch in Europa nun in stärkerem Maße ankommen wird. Danke. Ja, vielen Dank, Herr Feld. Ich habe mir jetzt einfach das Wort wieder zurückgenommen. Ich glaube, so war das vorgesehen. Auf der Grundlage dieser makroökonomischen Analyse, die Sie ja in der Strategieschrift ja auch noch etwas ausführlicher sehen, haben wir an einer Strategie gearbeitet. Im Zentrum der Strategie steht der Leitgedanke, wir müssen das Wachstum stärken und wir müssen inflationäre Impulse verhindern. Deutschland braucht daher eine Haushalts- und eine Finanzpolitik, die unter dem Eindruck kurzfristiger Krisen und der großen mittel- und langfristigen Herausforderungen effizient, vorausschauend und gestaltend agiert. Effizient bedeutet für uns, dass die Finanzpolitik Ausgaben konsequent priorisiert und durch regelmäßige Evaluation fortlaufend auf ihre gesamtwirtschaftliche gewissermaßen Rendite prüft. Vorausschauend bedeutet angesichts der globalen Herausforderungen
so bald wie möglich vom Krisenmodus in die Normalität zurückzukehren, um Risikopuffer für mögliche zukünftige krisenhafte Zuspitzungen aufzubauen und steigende Ausgabenbedarfe in unseren Sozialsystemen sowie angesichts eines veränderten Zinsumfeldes beantworten zu können. Da sich für den Staatshaushalt aus der Situation der Sozialsysteme im demografischen Wandel und dem veränderten Zinsumfeld ja Konsequenzen ergeben, muss jetzt schon vorausschauend gewirtschaftet werden. Und gestalten schließlich bedeutet, dass die Finanzpolitik benötigt wird für die erfolgreiche Bewältigung der transformativen Aufgaben, vor denen wir stehen. Ich sagte ja kurz nach der Amtsübernahme, ich verstehe dieses Haus auch als ein Ermöglichungsministerium. Das Leitbild, das wir vorgelegt haben, erfüllt eine Finanzpolitik, die sich auf drei Grundpfeiler stützt, um die Zukunftsfähigkeit unseres Landes zu sichern. Die kurzfristige Stabilisierung in der Krise zum einen, die wachstumsorientierte Wirtschafts- und Finanzpolitik zur Steigerung der Produktivität zum anderen und dann zuletzt das klare Ziel fiskalischer Resilienz und finanzpolitischer Stabilität. Kurzfristige Stabilisierung, wachstumsorientierte Wirtschafts- und Finanzpolitik, fiskalische Resilienz und Stabilität. Dazu agieren wir erstens entschlossen in der Krise, um Einkommen gezielt zu stützen, Kaufkraftverluste mit unseren Möglichkeiten zu dämpfen und die produktive Substanz zu erhalten. Jetzt müssen Zweitrundeneffekte möglichst verhindert werden. Wir haben zwei außergewöhnliche Krisen direkt nacheinander, in denen eine starke fiskalische Reaktion geboten war, geboten ist, noch ist, so will ich das mal im Übergang beschreiben. Um in Krisenzeiten aber so handlungsfähig zu sein, muss es auch eine Rückkehr zur Normalität, gewissermaßen einen Exit geben, damit wir dereinst bei zukünftigen Anforderungen auch wieder über Möglichkeiten verfügen. Deshalb können wir all das, was wir für die Bekämpfung wirtschaftlicher Strukturbrüche vorgesehen haben, auch nur charakterisieren als einen Stoßdämpfer und nicht als ein dauerhaftes mit Schulden ansubventionieren gegen ein anderes internationales makroökonomisches Umfeld. Zum Zweiten ist bei intakter Nachfrage, hoher Inflation und Produktionsengpässen eine angebotsorientierte Politik notwendig, um das Wachstum zu stärken und die Transformation erfolgreich zu gestalten. Wir wollen also durch die Verbesserung der Angebotsbedingungen der Wirtschaft die Produktivität erhöhen und den Ausbau von Produktionskapazität anreizen. Es macht keinen Sinn, in dieser Phase zusätzliche auf Schuldenbasis finanzierte Subventionen in knappe Branchen auszureichen. Das geht in die Preise, hat aber keinen nachhaltigen Effekt auf transformative Aufgaben. Das ist insbesondere für die Aufstellung der Haushalte in den nächsten Jahren bedeutsam. Es darf nicht dadurch noch ein zusätzlicher Inflationsimpuls entstehen, dass der Staat seine finanzielle Feuerkraft jetzt auf Branchen mit Knappheiten richtet, in denen dann realwirtschaftlich nichts erreicht wird, nur Private verdrängt werden und am Ende für alle Preise steigen. Stattdessen raten wir dazu, Rahmenbedingungen für die Betriebe, für die Wirtschaft zu verbessern, Bildung und Innovation zu fördern, dort zu investieren, den Fachkräftebedarf dieser Volkswirtschaft durch eine geöffnete Einwanderungspolitik zu verbessern, das Steuersystem und die Verwaltung zu modernisieren und, wie schon gesagt, Verfahren zu beschleunigen, Investitionen in unserem Land auch mit privatem Kapital attraktiv zu machen und zu aktivieren. Dazu passt unsere Vorstellung eines Belastungsmoratoriums. Es ist jetzt nicht die Zeit, wenn man zurückkehren will zu angebotsseitigen Anreizen, zusätzliche Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger bzw. für die investierende Wirtschaft zu definieren. Wir brauchen ja ein sich selbst tragendes Wirtschaftswachstum, um Stagflationsrisiken zu begegnen. Und da macht es keinen Sinn, das noch zu belasten in dieser Situation durch zusätzliche Anforderungen, zusätzliche
Ausgaben, wo privates Investitionskapital staatlicherseits gebunden wird. Und damit zusammenhängt, wir wollen den Expansionsmodus der Finanzpolitik verlassen, um die Schuldenquote zu reduzieren und zukünftig wieder schnell finanzielle Puffer aufzubauen. Aus unserer Sicht wären, meine Damen und Herren, Konjunkturimpulse zur Steigerung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage in der aktuellen Situation nicht sinnvoll. Denn wir haben intakte Nachfrage, wir haben gefüllte Auftragsbücher in der Wirtschaft. Hier macht es keinen Sinn, dass der Staat aktuell in diesem Stagflationsszenario noch arbeitet mit Nachfrageimpulsen. Wir brauchen die Angebots-, nicht die Nachfrageseite. Dazu passt freilich auch, dass Steuererhöhungen, wenn man die Angebotsseite stärken will, momentan ausgeschlossen sein müssen. Eine entsprechende Debatte allein schon gefährdet das Investitionsklima. In Deutschland gibt es auch keinen Anlass für eine Steuererhöhungsdebatte, weil wir im internationalen Umfeld sowohl bei den Beschäftigten als auch bei den Kapitalgesellschaften bereits in der Spitze der Welt sind. Ginge es nur nach dem Bundesministerium der Finanzen, würden wir eher eine weitere Debatte über strukturelle Entlastung führen. Entlastung erreicht bei den Menschen, bei den Beschäftigten, haben wir ja bereits auch dauerhaft, auch mit Blick auf die Wirtschaft, auf die Kapitalgesellschaften wäre das kein schlechter Rat. Allerdings kennen wir ja auch hier unsere politischen Realitäten und die Mehrheiten im Deutschen Bundestag. Also das Ziel, das wir verfolgen, ist Stabilität und Wachstum zu sichern. Bei den jetzt anstehenden Haushaltsberatungen 23, mittelfristige Finanzplanung bis 26, der Priorisierung der Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag und aus dem Kabinett, kennen Sie jetzt, was uns bei unseren Entscheidungen und Bewertungen leiten wird. Vielen Dank. Ja, danke schön. Wir haben jetzt Zeit für Fragen. Hatten sich schon vier Kollegen vor gemeldet. Nehmen Sie auch auf die Liste. Herr Krämer war der Erste. Dankeschön. Ich hätte zwei Fragen, eine an jeden. An Herrn Feld würde ich gerne die Frage stellen, was wäre so schlimm, wenn die Schuldenbremse ein Jahr später erst ab 2024 greift? Und an Herrn Lindner die Frage, in Brüssel gibt es Überlegungen wegen des Ukraine-Kriegs, weil die Ukraine 15 Milliarden kurzfristig braucht, wieder eine gemeinsame Schuldenaufnahme zu machen, ähnlich wie in der Corona-Pandemie. Ist das für Sie ein Tabu, was undenkbar ist, oder ist das wegen der Sondersituation Ukraine für Sie vorstellbar? Wollen Sie zuerst? Bitte Sie. Ja, das ist, Sie stellen die Frage schön suggestiv. Was ist schon so schlimm daran? Ja? Schlimm ist das nicht. Es kommt darauf an, wie die Situation ist. Je nachdem, wie sich das Jahr entwickelt, wird man dann sehen, wie man im nächsten Jahr wieder zur Regelgrenze der Schuldenbremse zurückkehren kann. Aber dieses Regelwerk hat ja einen bestimmten Sinn, nämlich dafür zu sorgen, wenn man in einer Aufschwungphase ist, so steinig sie sich jetzt ja auch gestaltet, allmählich wieder zurückzukehren zu soliden, zu einer höheren Solidität der Staatsfinanzen. Solide sind sie in dem Sinne ja immer noch, dass man auch in solchen Krisen ja in der Lage, in der wir jetzt gewesen sind, auch ordentlich feuern kann. Aber es geht schon auch darum, wieder in die Situation zu kommen, falls das nächste Mal ein schwerer Schock kommt, ebenfalls wieder feuern zu können. Wir haben immer wieder die Diskussion gehabt im Hinblick auf die Schuldenbremse, was das Zinsumfeld anbetrifft. Ich selber, aber auch im Sachverständigenrat, damals noch eine klare Mehrheit von Kolleginnen und Kollegen hat klar gesagt, man soll sich nicht darauf verlassen, dass eine Niedrigzinsphase sehr lange anhält. Ja, irgendwann dreht sich das Zinsumfeld auch wieder und dann wird es auch nötig sein, vor diesem Hintergrund die Schuldenentwicklung genau im Blick zu haben. Und das dritte Argument, das ich nennen will, wenn Sie sich die Situation in der Europäischen Währungsunion anschauen, ist es wichtig für die Stabilität des Euro, dass Deutschland als großes Land mit einer soliden Finanzpolitik das Rückgrat weiterhin bilden kann für diese Währung. Ja, gestatten Sie einen Satz nur auch zur Schuldenbremse. Man muss den Exit finden aus dem Krisenmodus. Um den Exit finden zu können,
verfügt dieser Staat über einen Klima- und Transformationsfonds. Er verfügt über hoffentlich bald ein Sondervermögen für die Bundeswehr. Die darüber hinausgehenden Bedarfe müssen dann irgendwann auch aus dem laufenden jährlichen Haushalt bedient werden können. Man muss irgendwann den Exit finden. Nach Lage der Dinge kann das im kommenden Jahr möglich sein. Im Kreise der G7 beraten wir gerade über die Anforderung der Ukraine, auch Liquiditätshilfen zum Erhalt ihrer Staatsfunktionen zu benötigen. Ich habe den Internationalen Währungsfonds und die Weltbank schon vor einiger Zeit gebeten, als amtierender G7-Finanzminister, Präsident, gebeten, uns ein Finanztableau zu erarbeiten. Und mit diesem Finanztableau beschäftigen wir uns zunächst im Umfeld der G7, wollen wissen, was ist genau der Finanzbedarf, was wird benötigt, und danach sprechen wir über technische Instrumente. Die Bundesregierung lehnt unabhängig von der Finanzierung der Ukraine jetzt in dieser Liquiditätskrise aber die gemeinsame Schuldenaufnahme in der EU oder auch in der Währungsunion unverändert ab. Ein guter Anlass und ein edles Motiv dürfen nicht davon ablenken, dass das Instrument aus unserer Sicht ordnungspolitisch ungeeignet ist. Die nächste Frage kommt von Herrn Keller. Ich habe eine ketzerische Frage. Ich frage mich nämlich verzweifelt, was eigentlich an diesem Papier neu ist gegenüber beispielsweise dem Koalitionsvertrag und was ich daraus lerne, insbesondere als normaler Staatsbürger. Irgendwie habe ich den Verdacht, dass Sie der durchschnittlich begabte Student bei Herrn Professor Feld im Hauptseminar das auch hätte so zusammenschreiben können. Mhm. Herr Keller, dann warten wir doch die politische Reaktion einmal ab und dann kann man ja vielleicht sehen, ob andere eine andere Rezeption haben als Sie. Herr Greive, bitte. Genau. Ich habe meinen Namen nicht verstanden. Ich hätte auch zwei Fragen. Einmal, Herr Lindner, vielleicht können Sie noch ein bisschen was zur Genese des Strategiepapiers sagen. Herr Schäuble und Herr Scholz, Sie beim Amtsvorgänger haben ja so etwas nicht vorgelegt. Also warum? Und hatten Sie die Idee schon bei Amtsantritt oder ist die eher in den vergangenen Wochen konkreter geworden? Und Sie sagten ja, Sie wollen das mit Ihren Ressortkollegen diskutieren. Haben Sie das zum Teil schon gemacht oder ist das Papier für die auch völlig neu? Und noch eine Frage zu dem Thema Altschulden vielleicht. Inwiefern passt denn dieser Vorschlag, dass der Bund den Kommunen die Altschulden abnimmt, in dieses Konzept hinein? Herr Feld, der neben Ihnen steht, hat das ja schon kritisiert, diesen Vorschlag. Der Bund sei nicht dafür zuständig, den Kommunen die Altschulden abzunehmen. Und das kostet ja auch nicht wenig Geld, 10 Milliarden. Inwiefern passt das in dieses Konzept? Vielen Dank. Herr Greife, die Diskussion über den Umgang mit den Altschulden der Kommunen ist ein Auftrag aus dem Koalitionsvertrag. Punkt. Es gibt regelmäßig große Kreativität im Bundestag und im Bundeskabinett, was man noch alles tun sollte und könnte. Jeden Tag, wenn ich Ihre Zeitung, wenn ich bei Herrn Keller lese, jeden Tag eine neue Idee aus dem Bundeskabinett, über die ich mich auch freue. Aber diese Ideenvielfalt aus Bundeskabinett und Bundestag muss ja irgendwie eingeordnet werden. Und zu diesem Zweck haben wir diese finanzpolitische Strategie vorgelegt, damit auch der politische Raum weiß, welchen Leitlinien folgt das Bundesministerium der Finanzen hinsichtlich der großen Kreativität im politischen Raum, die man da sehen kann. Also wenn ich etwa das Klima-Sofort-Programm sehe, wo jede sinnvolle Maßnahme, CO2 einzusparen, kombiniert ist mit einer Subvention aus dem Staatshaushalt. Das ist eine Ressortinitiative aus dem BMWK. Und wie wir die bewerten, kann man zukünftig auf der Basis dieser Strategie entnehmen und interpretieren. Es steht also nicht gegen den Koalitionsvertrag und das Regierungsprogramm, sondern ist eine Interpretationshilfe für Haushaltsberatungen und auch für das, was ansteht. Um das
vielleicht auch noch in Abgrenzung zu sagen. Der bisherige Ansatz war eben doch sehr expansiv in den vergangenen Jahren. Ich glaube, dass wir hier mit dem Fokus auf Angebotsorientierung und Austritt aus expansiver Finanzpolitik als Position dieses Hauses schon einen wichtigen Akzent für die nächsten Jahre senden. Ich hatte so ein Papier rasch nach meinem Amtsantritt geplant vorzulegen. Erste Vorarbeiten liegen auch länger zurück. Man hätte es möglicherweise noch etwas eher präsentiert, wenn nicht die Folgen des Ukraine-Kriegs anderes Aktuelles dringlicher gemacht hätten und die unmittelbaren wirtschaftlichen Folgen sofort absehbar gewesen wären. Insofern ist jetzt der richtige Zeitpunkt, aber die Idee, es zu tun und die Arbeiten daran, die reichen länger zurück. Frau Marschall, bitte. Ich habe auch zwei Fragen, und zwar, Sie haben es ja schon angedeutet, Herr Lindner, im politischen Raum wird viel diskutiert, und gestern hat ja zum Beispiel der Koalitionspartner SPD gesagt, es solle weitere Entlastungen für Rentnerinnen und Rentner geben. Wäre da für Sie jetzt schon die rote Linie gezogen? Also alles das, was bisher gemacht wurde an Entlastungen, war okay, und das, was jetzt noch weiter diskutiert wird, ist jetzt nicht mehr okay? Das wäre sowieso auch meine weitergehende Frage, weil ab wann sind Entlastungen denn nicht Nachfrageimpulse, die Sie eigentlich nicht mehr wollen? Also die befeuern ja eigentlich die Inflation. Also für mich ist Nachfrageimpuls vor allen Dingen eine Subvention, die man auf irgendwas noch drauflegt. Da haben wir dann ein Problem bei den Knappheiten. Was die Diskussion angeht über das Entlastungspaket, das ist ja jetzt im Deutschen Bundestag. Also da machen die Parlamentsfraktionen, da macht der Deutsche Bundestag jetzt seine Arbeit und berät darüber. Aber jetzt aktuell würde ich eher sagen, die Diskussion um eine dauerhafte Senkung bei der Mehrwertsteuer, das ist noch nicht im Bundestag, sondern in der politischen Debatte, bei einer dauerhaften Senkung der Mehrwertsteuer würde ich sagen, das ist nicht das, was wir brauchen und tun sollten. Da dauerhaft und nicht gezielt, sondern in der Breite. Und deshalb würde ich solchen Vorschlägen auf der Basis eben dieser Orientierungshilfe, die Ihnen vorliegt, auch mit großer Skepsis antworten. Herr Schäfers, die nächste Frage. Danke. Im Papier heißt es, Deutschland liege hinter Frankreich bei den Unternehmenssteuern im Hochsteuerbereich. Wo beginnt der und wo müsste Deutschland eigentlich hin? Hm. Tja. Also wenn Sie sich die Belastungen jetzt anschauen, liegen wir ja, je nachdem wie Sie die Gewerbesteuer reinrechnen, bei 30 oder sogar über 30%, was die tarifliche Belastung anbetrifft, mit der effektiven etwas niedriger. Gegenwärtig ist, was die tarifliche Belastung anbetrifft, für die Kapitalgesellschaften im Grunde nur Frankreich vor uns. Als ja, in der Gruppe der Wettbewerber in den OECD-Ländern. Und das ist eine Situation, bei der man deutlich sagen kann, dass die Belastungen in Deutschland dann eben in der Spitzengruppe sind. Ja? Die Belastungen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einerseits, aber auch die Personengesellschaften, Selbstständigen andererseits durch die Einkommensteuer ist ebenfalls relativ hoch. Sodass wir, also da kennen Sie auch die einschlägigen OECD-Untersuchungen, es gibt schon auch noch das ein oder andere Land, Österreich oder Belgien, die mit uns konkurrieren, was die Belastung von Arbeitseinkommen anbetrifft, aber wir sind dann ebenfalls in der Spitzengruppe. Und vor diesem Hintergrund kann man schon sagen, dass Steuererhöhungen jedenfalls kontraindiziert sind, wenn es darum geht, eine angebotsorientierte Wirtschaftspolitik und Finanzpolitik zu betreiben. Damit setzt man falsche Anreize zu sparen, zu investieren und Risiken zu übernehmen, insbesondere auch zu arbeiten. Wenn wir von dort ausgehend dann ja, dezidierter in die einzelnen Bereiche hineinschauen, gibt es natürlich viele einzelne Elemente und viele unterschiedliche Steuerarten. Auch die Bemessungsgrundlagen sind wichtig. Also von daher gibt es durchaus im Steuersystem sehr, sehr viel Handlungsbedarf, der sich auch avisieren lässt, ohne dass man zwingend an die tariflichen Sätze herangeht.
Sowohl die Erhöhung als auch die Senkung der Tarife ist ja im Koalitionsvertrag ausgeschlossen. Ja, ich darf vielleicht ganz kurz ergänzen. Unverändert hielte ich die komplette Abschaffung des Solidaritätszuschlages für auch die am schnellsten erreichbare Unternehmenssteuerreform und Entlastung. Aber ich muss zur Kenntnis nehmen, in der Koalition gilt das Prinzip, we agree to disagree in diesem Punkt. Insofern meine Überzeugung habe ich nochmal dargelegt, aber dafür gibt es gegenwärtig im Deutschen Bundestag keine Mehrheit, wie auch ja im letzten Deutschen Bundestag nicht. Frau Rosbach, bitte. Ja, vielen Dank. Herr Lindner, Sie sprachen eben so freundlich von einer kleinen Orientierungshilfe. Offensichtlich haben Sie ja den Eindruck, dass es nötig ist, so eine Art Signal zu setzen innerhalb der Bundesregierung. Also ich glaube, in Schwedt sagte ja zum Beispiel Herr Habeck, als er erklären sollte, wie das alles gehen soll, sagt er, ja, Lindner bezahlt. Also haben Sie den Eindruck, es ist notwendig, das jetzt in Papierform zu gießen, um sich für diese Position Gehör zu verschaffen? Und dann hätte ich noch eine leichte Off-Topic-Frage. Sie haben ja vorhin gesagt, hoffentlich kommt bald das Sondervermögen Bundeswehr. Wie ist denn der Stand der Dinge, was die Verhandlungen angeht? Ist das nächste Woche im Bundestag realistisch oder eher nicht? Frau Rosbach, Ihre Interpretation ist nicht komplett von der Hand zu weisen, dass es eben sehr viele Ausgabewünsche gibt und Bereitschaft zur Konsolidierung, zur Prüfung auch von Ausgaben gering ausgeprägt ist. Das ist so. Und den Zugang angebotsseitig unsere Wirtschafts-, Finanz- und Haushaltspolitik anzulegen, da muss ich auch noch regelmäßig immer daran erinnern. Ich will es mal so kollegial sagen. Das ist aber auch keine Überraschung, da ja sehr unterschiedliche politische Grundüberzeugungen an einem Kabinettstisch sitzen. Dennoch ist es nochmal wichtig, jetzt zu sagen, was wird die Strategie sein? Ich möchte noch einmal unterstreichen, ab dem Jahr 2023 wechseln wir in einen anderen Modus. Wir hatten 2021, 2022 Krisen- und Kriegshaushalte. Ab dem nächsten Jahr beginnt eine andere Phase der Finanzpolitik mit der Rückkehr zur Schuldenbremse und das in einem anderen makroökonomischen Umfeld, weniger Wachstum und steigende Inflation. Und vor diesem Hintergrund stellt sich doch wirklich die Frage, wie wird jetzt, werden die Vorhaben des Koalitionsvertrages priorisiert? Wie ist die Reihenfolge der Abarbeitung? Wenn neue Ideen kommen, auf welcher Grundlage werden sie eingeordnet? Es kommen ja jeden Tag neue Ideen. Klimaschutz-Sofortprogramm, jeden Tag eine neue Idee. Bettina Stark-Watzinger, um es nicht einseitig nur einer Farbe zuzuordnen, jeden Tag eine neue Idee. Und dann muss man eben schauen als BMF, jetzt rede ich nicht als Vorsitzender einer Koalitionspartei, sondern als Bundesminister der Finanzen, auf welcher Grundlage ordnet man das ein? Und was ist die langfristige Strategie, die wir bis 2026 mindestens verfolgen? Sondervermögen. Es hat drei Gespräche gegeben mit den Vertreterinnen und Vertretern der Union. Und es wird morgen ein nächstes Gespräch geben. Diesem Gespräch werden dann auch nicht nur ich, sondern auch die Bundesverteidigungs- und die Bundesaußenministerin mit dabei sein, weil wir eben über die Fragen jetzt auch in einem Gesamtkontext nochmal vertieft sprechen müssen. Die Union hat Fragen zum Wirtschaftsplan. Sie wissen, der Wirtschaftsplan wird ja vom BMVG vorgelegt. Die Union hat Fragen zur exakten Formulierung im 87a. Die jetzige Formulierung in 87a ist ja innerhalb der Regierung Ergebnis einer Abstimmung zwischen AA und BMF. Ich selber hatte im ersten Entwurf, der ja Ihnen bekannt ist, eine etwas enger gefasste Formulierung. Es ist jetzt eine etwas weiter gefasste Formulierung im verfassungsändernden Gesetzentwurf. Da macht es Sinn im Gespräch, dass dann auch die Außenministerin ihre Gedanken dazu unmittelbar der Union vortragen kann. Und so kommen wir dann eben morgen hier zusammen und beraten. Ich habe jetzt gar keine Prognose, wann im Einzelnen wir dann mit der Union zu einem abschließenden Ergebnis gekommen sind. Es müssen ja alle sich auch immer noch rückkoppeln in ihren Fraktionen
oder mit ihren Fraktionen. Also insofern, wenn man morgen ein Zwischenergebnis hätte, wäre das noch nicht der endgültige weiße Rauch, weil ja alle dann noch bei ihren Leuten dann nachfragen, das, was ich jetzt hier verhandelt habe mit Procura, ist denn das auch, was ihr auch wirklich an Anforderung an die Einigung gestellt habt. Also insofern dauert es noch etwas. Ich glaube nicht, dass wir uns den falschen Druck machen sollten, unbedingt die nächste Sitzungswoche erreichen zu müssen. Denn mir und uns ist wichtiger, dass es ein gutes Ergebnis gibt. Das soll ja eben einige Zeit tragen. Und 100 Milliarden Euro sind auch kein Klacks, was man eben im Vorbeigehen macht. Frau Jenn, bitte. Ausrichtung. Und Sie, Herr Feld, Sie haben ja auch schon den Anfang einer möglichen Stagflation gesehen und betont, dass man jetzt tatsächlich auf der Angebotsseite was machen müsste. Herr Lindner, Sie sehen da die Möglichkeiten, eventuell beim Solidaritätsbeitrag den komplett abzuschaffen, weil das eben relativ schnell geht. Gleichzeitig stellt sich dann schon die Frage, wie soll das denn dann finanziert werden, wenn es keine Steuererhöhungen geben soll und wenn dann die Schuldenbremse tatsächlich nächstes Jahr wieder eingehalten werden soll. Also da ist mir noch nicht so ganz klar, wie das alles zusammenpasst. Und dann noch eine Frage auch noch mal für die Ukraine-Hilfe. Da wird ja auch immer wieder der Vorschlag, kommt ja auf den Tisch oder wird zumindest diskutiert, eventuell auch die Vermögenswerte beziehungsweise das Zentralbankgeld von Russland zu konfiszieren, also tatsächlich auch einzusetzen zur Restrukturierung. Wieder Aufbau der Ukraine. Ist das etwas, was die Bundesregierung letztendlich mit unterstützen würde? Also, wenn ich sagen darf, erstens, ich habe jetzt nicht hier gefordert, dass der Soli sofort abgeschafft wird. Ich bin gebunden an den Koalitionsvertrag. Ich sage, ich fände es wünschenswert, aber es ist nicht realistisch, dass es kommt. Mein Wort war, we agree to disagree im Kabinett in diesem Punkt. Ist auch kein Streitpunkt, weil das ist klar, dass das unsere geschätzten Partnerinnen und Partner nicht unterstützen. Ich muss das nicht jeden Tag dann neu fordern. Ich kann nur in Erinnerung rufen, unverändert hielt ich es für richtig, aber es ist keine Forderung, weil ich weiß, wie die darauf antworten. Nur damit kein falscher Eindruck entsteht. Zweitens ist Ihre Frage aber dennoch berechtigt, wie wird das alles finanziert? Die Haushaltspolitik der nächsten Jahre wird nur dadurch gelingen können, dass weniger ausgegeben wird, als eigentlich man sich so politisch wünschen wollte. Und das sind Konsolidierungsbeiträge, die wir benötigen. In den nächsten Jahren wird nicht all das, was man sich wünscht, finanzierbar sein, sondern eben nur das, was möglich ist. Das Wünschbare und das Mögliche müssen dann übereinander gebracht werden. Das ist die Aufgabe, der wir uns stellen müssen. Für die großen transformativen Fragen und auch die Investitionen in digitale und sonstige Infrastruktur steht allerdings enorm viel Geld zur Verfügung. Also es geht nicht darum, dass wir bei Investitionen sparen. Wir haben 150 Milliarden Euro im Klima- und Transformationsfonds plus viermal 50 Milliarden in den jährlichen Haushalten, also 350 Milliarden Euro öffentliche Investitionsmittel des Bundes. Da ist die Herausforderung, sie sinnvoll einzusetzen, sodass es nicht in die Preise geht, sondern dass real physikalisch damit auch etwas geschaffen wird, dass wir genug Planungs- und Genehmigungsrecht haben, damit das auch sinnvoll eingesetzt werden kann. Ich bin, was die Frage der Beschlagnahme und der Einziehung der Vermögenswerte der russischen Notenbank offen für eine internationale Diskussion darüber. Wenn das gewünscht ist, ist das für mich politisch vorstellbar. Aber das ist genau zu bedenken. Und das ist auch keine Forderung, sondern ich sage, wir gehen mit einer Offenheit in diesen Prüfprozess, einer politischen Offenheit in den Prüfprozess, solange es sich um die Notenbank der Russischen Föderation handelt. Bei den privaten Assets, also Unternehmen und Menschen, haben wir in unserer Rechtsordnung des Grundgesetzes natürlich zu bedenken, dass bei der Enteignung, also Asset Seize bei einer privaten Person ist Enteignung, dass wir es da eben mit Rechtsnormen zu tun haben, über die man nicht einfach politisch hinweggehen
kann, deshalb würde ich das in der Debatte auch etwas unterscheiden. Auch andere als deutsche Staatsangehörige werden ja von unserer Rechtsordnung geschützt, deshalb würde ich da zunächst einmal noch vorsichtiger in die Debatte gehen, was das angeht. Beim russischen Staat selbst warte ich die Debatte ab. Da wäre die politische Offenheit, das Gerechtigkeitsgefühl sozusagen auf der Seite, es so zu machen. Jetzt die nächste Frage von Herrn Seibel und danach dann der Kollege, der neben ihm sitzt. Und dann? Herr Lindner, ich hätte zwei Fragen zu Ihrer Aussage, dass Subventionen für Branchen mit Knappheit nicht mehr ausgereicht werden sollen. Verstehe ich Sie da richtig, dass Sie den Vorstoß unterstützen, dass die E-Auto-Prämie früher heruntergefahren bzw. abgeschafft wird, als im Koalitionsvertrag steht, weil jetzt sich ja im letzten halben Jahr die Rahmenbedingungen geändert haben und auch wir eine finanzpolitische Zeitenwende haben? Und könnten Sie zweitens weitere Branchen nennen, die Sie momentan damit verbinden, dass dort Knappheiten sind, wo keine Subventionen mehr angebracht sind? Danke. Herr Seibel, am Bau brauchen wir gewiss gegenwärtig nicht noch zusätzliche Subventionen, wenn zugleich überlegt wird, aufgrund des Baustoffmangels Kurzarbeit beantragen zu müssen. Und zum anderen, ich habe regelmäßig im Bundestagswahlkampf gesagt, dass ich die Förderung von neuen E-Fahrzeugen für absolut übersubventioniert halte. Das ist unverändert meine Meinung. Ich bin allerdings in der Frage fachlich nicht federführend, da sind ja die Kollegen BMWK und BMDV, aber ich jedenfalls würde nicht widersprechen, wenn man sparen würde bei der Subvention von diesen Fahrzeugen insgesamt. Nebenbei gesagt, da gibt es auch keinen Dissens zu meinem Kollegen Volker Wissing. Die Genese dieser Berichterstattung über seine angebliche Forderung nach Milliardensubventionen wäre auch nochmal, glaube ich, ein eigenes Feuilletonstück wert. Ja, ich hätte noch eine Frage zur ersten Säule, die Sie angesprochen haben, zur Stabilisierung in der Krise. Glauben Sie, dass die beschlossenen Maßnahmen eben ausreichen zur Stabilisierung? Und wo würden Sie noch weitere budgetäre Spielräume sehen, wenn es zu weiteren Maßnahmen kommen müsste? Also bei unter 70% gesamtstaatlicher Schuldenquote hat Deutschland natürlich noch fiskalische Spielräume für den Fall einer sich wie auch immer ereignenden Katastrophe. Das bedeutet nicht, dass man, wenn es keine Veranlassung gibt, jetzt mit dem Geld agiert. Die Wirtschaftshilfen, die die Bundesregierung beschlossen hat, sind aus dem Grund ja auch sehr voraussetzungsvoll, befristet, schmal und darauf gerichtet, dass nicht entgangene Gewinne kompensiert werden, sondern nur wirtschaftlicher Strukturbruch abgewendet wird. Die jetzt beschlossenen Maßnahmen zur Entlastung mögen ja erst einmal wirken, die sind noch gar nicht angekommen. Es wird immer darüber gesprochen, ja, zu wenig, zu spät. Sie sind noch nicht angekommen, sie sind ja gerade erst auch in dieser Woche im Deutschen Bundestag, das muss man abwarten. Zum jetzigen Zeitpunkt sind sie jedenfalls angemessen für dieses Jahr. Sowohl die Wirtschaftshilfe, was wir da an Feedback haben, als auch die Entlastungen angesichts der Situation. Wenn sich die Inflation fortsetzt in das nächste Jahr, dann ist es wieder eine ganz andere Frage. Der Minister muss pünktlich weg. Ich habe jetzt noch drei Fragen auf der Liste. Nachfragen können wir dann aber nicht mehr machen. Frau Wefers war die nächste. In dem Papier steht, dass die Zahl der Sondervermögen reduziert werden soll. Vielleicht kann die wissenschaftliche Seite mal sich dazu äußern, weil ihr Wieso die sind meine Sondervermögen? Haltung der Regierung ist. Also wie auch immer, können Sie sagen, welche Sondervermögen Sie reduzieren würden und zusammenlegen würden? Das steht nämlich in dem Papier nicht drin. Nein, das ist ein Arbeitsauftrag, den ich hier im Hause ausgelöst habe, schon vor einiger Zeit. Wir wollen die Zahl von Sondervermögen, Rücklagen und anderes reduzieren, um die Haushaltswahrheit und Klarheit zu stärken. Ich habe ja eine Vielzahl von Sondervermögen geerbt. Im Grunde richte ich nur ein einziges ein, Sondervermögen Bundeswehr, und das sogar noch im Scheinwerferkegel der Verfassung. Also das Gegenteil eines Schattenhaushalts ist, glaube ich, ein Budget, das sogar in der Verfassung aufgenommen worden ist. Und bei allen anderen wollen wir prüfen, wie ist die Größe, Befüllung, Tilgung, macht es Sinn, zusammenzulegen? Denken Sie an
früher gab es mal einen Erblastentilgungsfonds, zusammenzulegen, transparent zu machen, in die Bundesschuld zu übernehmen, jedenfalls Klarheit weiter zu schaffen über die Haushaltslage, auch bei den Verbindlichkeiten, die der Staat hat. Frau Kuhnert, bitte. Ich hätte noch mal eine Nachfrage zum Sondervermögen. Sie haben ja schon den 87a und die Formulierung erwähnt, aber es geht ja auch um die Festschreibung des 2%-Zieles. Und da hört man derzeit sehr unterschiedliche Stimmen aus den Ampelfraktionen. Wird man sich denn darauf einigen können, das tatsächlich festzuschreiben? Wird es daran hindern? Und ich höre jetzt bei Ihnen auch raus, es kann sich auch noch verzögern, dass es vielleicht bis Ende Juni oder bis Juni dauert, bis man da zu einer Lösung kommt. Ja, was heißt verzögern? Es ist eben ein offener Prozess der Beratung und ich kann jetzt wirklich über Einzelheiten genau nichts sagen. Da bitte ich Sie einfach um Verständnis. Ich weiß, Sie müssen und wollen das fragen und interessiert Sie sehr, aber ich glaube, Sie würden sich wundern, wenn ich die Frage beantworte im laufenden Verhandlungsprozess. Und die letzte Frage kommt von Herrn Viehweger. Ja, Herr Lindner, Ihr Kabinettskollege Habeck hat letzte Woche sich für eine aktive Industrie- und Wirtschaftspolitik ausgesprochen. Ist dieses Modell einer angebotsorientierten Wirtschaftspolitik ein Alternativmodell dazu? Und eine Nachfrage nochmal zu den aktuellen Debatten über weitere Entlastungen. Die Länder fordern ja eine stärkere Beteiligung des Bundes. Heute Morgen Bundesrat-Sondersitzung. Was sagen Sie zu dieser Forderung? Eine aktive Industriepolitik, also unsere deutsche Wirtschaft auf dem Weg der Klimaneutralität zu begleiten, das halte ich für sinnvoll. Ich kann mir nicht vorstellen, dass aktive Wirtschaftspolitik bedeuten soll, dass wir jetzt alles bezahlen. Das würde den Staat überfordern und würde auch die falschen Anreize bieten. Denn zum unternehmerischen Risiko und dem Wunsch, oder ich muss anders sagen, zum Wunsch, Rendite zu erzielen und Gewinne auszuschütten an zum Beispiel Aktionäre, zu diesem Wunsch, Rendite zu erzielen, gehört ja vorher, dass man eigenes privates Kapital investiert hat und dafür auch gehaftet hat, falls es ein Fehlschlag ist. Also im Gegensatz zu anderen habe ich kein Problem, wenn jemand erfolgreich ist und Rendite gemacht hat, aber auf dem Weg zur Rendite und zum Gewinn soll es bitte möglichst eigenes Kapital und eigenes Risiko sein und nicht das vom Steuerzahler. Ich nenne das Marktwirtschaft, das ist mein Wort dafür. Es gibt eine Reihe von Subventionstatbeständen, die immer mal wieder in der politischen Debatte sind und das betrifft jetzt gar nicht den Kollegen Habeck, sondern es kommt auch viel von Europa, oder neue Möglichkeiten der Beihilfe geschaffen werden, was man alles subventionieren kann. Ich glaube nicht, jede Branche braucht öffentliches Geld, auch nicht welches, das von Europa erlaubt wird, dahin zu gehen, sage ich mal so. Und zum anderen, inzwischen haben die Länder ja ein Übergewicht bei den Einnahmen gesamtstaatlich. Also halte ich es auch für durchaus angemessen, dass bei Entlastungen die Länder auch ihren Anteil leisten. Ich habe in den letzten Wochen genau die Beratungen im Bundesrat verfolgt. Viele Länder haben aktiv Anträge eingebracht auf Senkung, auf Energiesteuern. Also sollte Energiesteuer auf den Sprit und die Mehrwertsteuer auf den Sprit gesenkt werden, wurde von Ländern beantragt. Und kalte Progression sollte beantragt werden. Das heißt, die Länder selbst haben viele der Maßnahmen, die wir jetzt beschlossen haben, beantragt. Daraus leite ich ab, wenn man das als Land im Bundesrat beantragt, dass es eigentlich auch eine Bereitschaft geben müsste, dann den eigenen Anteil entsprechend der gesamtstaatlichen Einnahme- und Ausgabeverantwortung zu tragen. Der Bund hat jetzt gerade noch sehr umfänglich die Länder unterstützt, oder auskömmlich sage ich besser, unterstützt bei der Frage, wie bieten wir Geflüchteten aus der Ukraine bei uns Schutz. Da hat sich die Länderseite sogar noch bedankt, dass der Bund hier großzügig war. So hat Frau Giffey es formuliert. Also insofern ist meine Erwartung, dass die Länder, so wie eben die Finanzverteilung im Bund ist, ebenfalls in der Verantwortung sich selber sehen, die Menschen mit den steigenden Preisen nicht allein zu lassen. Die Menschen in der Inflation zu unterstützen, das ist nichts, was man alleine nur auf den Bund verlagern kann, sondern das ist eine gesamtstaatliche Aufgabe von Bund und Ländern. Auch jeder Länderministerpräsident steht da in der Mitverantwortung, den Menschen die Hand zu reichen in dieser schwierigen Situation. Dann bedanke ich mich für Ihr Kommen.